Zwei ganz besondere Gestalten am Flughafen Zürich, chinesische Löwen. Mit einem traditionellen Tanz haben sie und viele weitere hohe Gäste eine neue Direktverbindung zwischen Zürich und Peking geführt. Zum ersten Mal seit fast 10 Jahren fliegt nämlich wieder eine chinesische Linienfluggesellschaft auf Zürich. Die Hainan Airline verbindet neu dreimal in der Woche die Schweiz und China. We've been looking at this market since the last couple of years, but you know, due to the different reasons, such as the financial turbulences and Olympic Games, so on and so forth, we were unable to have an earlier launch day, not until today. So in general, we're very happy. Für die Hainan Airline, die es seit 1993 gibt, ist es die fünfte europäische Destination. Die 5-Star-Fluggesellschaft fliegt unter anderem schon auf Budapest, Berlin oder Brüssel an. Zürich ist aber einer der wichtigen Schritte in der Weiterentwicklung des europäischen Geschäfts, hat der Marketingmanager vor den Medien gesagt. Because Zurich is famous for its financial capital of the world. And with fast expansion of China's economy, there's a lot of business not only from manufacturing sectors but also financial sectors. There's increasing demand of business exchange between China and Zurich and also Europe and the world. Aber nicht nur Geschäftsreisende erwartet die Gesellschaft an Bord, sondern auch Touristen aus beiden Ländern. Mehr als 400'000 Chinesen sind allein im letzten Jahr in die Schweiz gereist und auch die Schweizer entdecken China immer wie mehr zum Reisen. So freut sich auch der chinesische Konsul, dass sein Heimatland der Schweiz, zumindest flugtechnisch, ein bisschen näher gekommen ist. Zürich als die größte Stadt in der Schweiz für chinesische Touristen eine große Attraktion, ein wichtiges Destination. Und wir sind davon überzeugt, dass diese direkte Flugverbindung die Menschen in unseren beiden Ländern mehr Möglichkeiten gewähren wird, mehr Erleichterung gewähren wird. Knapp 11 Stunden soll der Non-Stop-Flug zwischen Zürich und Peking jeweils dauern, je nach Wind. Einsetzen tut Hainan Airline einen modernen A330 mit einem Haufen Bordunterhaltung. Serviert wird, wie können es auch anders sein, unter anderem chinesisches Essen. We were very proud of our cabin menu, which has a variety of Western food, Chinese food, to cater different tastes of our passengers. Vorerst bietet Hainan der Direktflug zwischen der Schweiz und China dreimal in der Woche an. Verläuft der Start gut und davon ist der Marketingdirektor überzeugt, soll es aber schon bald bis zu 5 Flüge in der Woche sein. Kostet der Retourflug um die 1'000 Franken. Für eure schnell Entschlossene gibt es aber noch günstigere Startpackages. We have a very special fare on the first several promotional flights, which is starting from 199 Swiss franc, which is very, very attractive, I think. So come and fly with us. Aber nicht nur für die Chinesen, die in die Schweiz reisen wollen, oder die Schweizer, die auf China wollen. Auch für die Flugzeugfotografen war der Start der neuen Direktverbindung etwas Besonderes. Gibt es doch mit dem rot-gelb bemalten Airbus ein neues Fotosüsche am Flughafen Zürich zu knipsen.